Herzlich willkommen zum Regionalmagazin. Nach einem erholsamen Wochenende ist es mir eine Freude, Sie wieder begrüßen zu dürfen hier im Elbe-Kanal. Auch heute haben wir natürlich wieder interessante Themen für Sie im Programm. Wie immer eine Übersicht, welche denn heute mit dabei sind. Es werde Licht. Solepark gibt aktuelle Informationen zum Lichterfest. Erfolg. Besonderes Jubiläum im Amäas-Klinikum. Und Farbenspiel. Helene Fischers aktuelles Album als Medium der Woche zu gewinnen. Unser heutiges Zuschauerfoto kommt von Gordon Richter hier aus Schönebeck. Vielen Dank für die Zusendung dieses Fotos. Möchten auch Sie Ihr Bild einmal an dieser Stelle präsentieren, dann schicken Sie uns doch einfach Ihr Bild an redaktion@elbemedien.de oder kommen persönlich bei uns im Studio hier in der Bahnhofstraße 5 vorbei. Am 30. April ist es soweit, dann startet die große Outdoor-Saison für die zahlreichen Veranstaltungen hier in Schönebeck. Begonnen wird mit dem Lichterfest im Kurpark. Dazu gab es eine Pressekonferenz. Wir waren dabei und wollten wissen, was denn alles in diesem Jahr so dabei ist. Nachdem die Blumen im Kurpark wieder anfangen zu blühen, wird es Zeit für eine weitere besondere Art der Erleuchtung. Eine Erleuchtung, die sowohl groß als auch klein verzaubert. Am Montag fand das offizielle Pressegespräch zum mittlerweile 17. Lichterfest statt. Das Lichterfest 2014 findet am 30. April statt und wird von den Stadtwerken Schönebeck präsentiert. Sie sorgen als Sponsor dafür, dass die Traditionsveranstaltung der Stadt Schönebeck und ihren Besuchern erhalten bleibt. Es wird in diesem Jahr als Neuerung zum Lichterfest eine Lasershow geben, die das 17. Lichterfest abschließend wird. Und zwar um 23:45 Uhr wird das Gradierwerk illuminiert und auch die Lasershow wird dort am Gradierwerk aufgeführt. Sibylle Schulz, die Betriebsleiterin des Soleparks, zeigte sich hoch erfreut, in den Stadtwerken Schönebeck einen starken Partner gefunden zu haben, der das Lichterfest ein weiteres Mal ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich auch für die doch sehr großzügige Unterstützung bei den Stadtwerken Schönebeck bedanken. Denn ohne die finanzielle Unterstützung der Stadtwerke wäre es uns nicht möglich, hier im Kurpark dieses Fest zu organisieren. Ein herzliches Dankeschön also an die Stadtwerke und wir arbeiten ja schon viele Jahre zusammen und ich gehe davon aus, dass wir das auch in den nächsten Jahren tun werden. Die 17. Ausgabe der Open-Air-Veranstaltung verheißt ab 19 Uhr viel Vergnügen und Unterhaltung unter freiem Himmel. Auch die jüngeren Besucher werden nicht zu kurz kommen, denn auch das 17. Lichterfest wird mit einem Lampignon-Umzug begonnen. Traditionell werden auch wieder zwei Bands bei uns im Kurpark spielen. Zum einen die Band Rockin' Hands und zum anderen Thomas Augustin mit seiner Band auf einer zweiten Bühne. Wir werden wieder einen Lampignon-Umzug haben für unsere kleinen Gäste. Beginnen wird das Lichterfest um 19 Uhr hier im Kurpark. Wir wünschen uns schönes Wetter und viele, viele Besucher, die unserer Einladung nachkommen und uns hier im Kurpark besuchen. Alle sind herzlich eingeladen, bei der ersten großen Open-Air-Veranstaltung des Jahres 2014 dabei zu sein. Auch in unseren heutigen Kurznachrichten ist Ihre Mithilfe gefragt. Unter anderem sucht die Polizei wieder Zeugen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen verraten, welche Baustellen derzeit in Schönebeck den Verkehr behindern. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Unbekannte Täter haben zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 10 Uhr eine Apotheke in der Schillerstraße beschädigt. Sie haben mit einer Warnbarke, welche an der Straße am Stadtfeld aufgestellt war, ein mehrteiliges Fenster eingeworfen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 03928 46 61 95 bei der Polizei in Schönebeck melden. Die Stadt Schönebeck und die Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH teilen mit, dass in der Körnerstraße die komplette Straße und der Schmutzwasserkanal erneuert werden. In diesem Zuge ist auch die Erneuerung der Elektroleitung beabsichtigt.
Es ist vorgesehen, dass diese Arbeiten ab dem 15. April über einen Zeitraum von etwa 5 Monaten durchgeführt werden. In diesem Zeitraum sind entsprechend des Bauablaufes die aktuell anliegenden Grundstücke nicht mit Kraftfahrzeugen zu erreichen. Genauere Angaben können erst gemacht werden, wenn der Bauplan erarbeitet und abgesprochen wurde. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die Bauarbeiten auf der Wilhelm-Helge-Straße schreiten immer weiter voran. Am 14. April wurde begonnen, die Straße zu teeren. Die Unternehmen des Salzer Parks werden sich freuen, dass das Ende der Bauarbeiten langsam in Sicht ist. Wenn das launische Aprilwetter weiterhin einigermaßen trocken bleibt, werden die Arbeiten hoffentlich weiter zügig vorangehen, damit die Bauarbeiten pünktlich bis Mai beendet sind. Die Einzelhändler der Innenstadt veranstalteten am 11. April ein Frühlingsfest. Trotz des eher nicht so schönen Wetters kamen viele, um unter anderem den Shanty-Chor zu sehen. Der Chor vertrieb mit seiner Musik sofort den Gedanken an das regnerische Wetter. Für die kleinen Besucher gab es eine Hüpfburg. Außerdem hatte der Osterhase für jeden ein buntes Ei in seinem Körbchen. Die Geschichts-AG des Dr. Karl-Hermann-Gymnasiums bekam am 10. April von Markus Bauer und Nadine Schmidt, die stellvertretend für Petra Grimm-Benne dort gewesen ist, einen Scheck als Preisträger des Hermann-Kasten-Preis 2013 überreicht. Beim Hermann-Kasten-Preis erreichte die Geschichts-AG den 3. Platz. Ihr Thema war die Auseinandersetzung mit der damaligen deutsch-jüdischen Beziehung unter der Berücksichtigung der Rollen heutzutage. Es wurde diese Zeit in einer fiktiven Gesprächsrunde nachgespielt. Er hatte viel Zeit mitgebracht, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg, Dr. Lutz Trümper. Am Samstag war er der Einladung von Oberbürgermeister Berg Knoblauch zu dessen Empfang im Dr. Thurberg-Saal gefolgt. Er wurde herzlich und mit viel Beifall begrüßt. Immerhin war es der erste offizielle Besuch des Magdeburgers in der benachbarten Elbstadt. Im Verlaufe der Veranstaltung führte Trümper zahlreiche anregende Gespräche mit Schönebecker Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung, Kommunalpolitik und Gesellschaft. Die Stadtverwaltung Schönebeck weist darauf hin, dass sich in den Osterferien vom 12. bis zum 21. April die Öffnungszeiten in der Volksschwimmhalle ändern. Am 12. und 13. April ist die Schwimmhalle von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es einen Hinweis auf Einschränkungen im Badebereich. Denn dienstags stehen immer nur 4 Bahnen zur Verfügung. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie im Internet auf der Seite der Stadt Schönebeck. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Dass Schönebeck ein wichtiges medizinisches Zentrum ist, das beweisen immer wieder die Meldungen des Ameas Klinikums hier bei uns in den Nachrichten. Vor einigen Wochen war es noch das 100. Baby, genauer gesagt die 100. Geburt. Jetzt ist es der 1000. Herzkatheter, welchen wir Ihnen in unseren heutigen Nachrichten präsentieren dürfen. Nicht einmal ein Jahr nach der Eröffnung des Herzkatheterlabors im Ameas Klinikum in Schönebeck konnte bereits das erste Jubiläum gefeiert werden. Die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Schröder und das Mitglied des Regionalbeirats der Ameos Klinika Salzland, Dr. Gunnar Schellenberger, waren am vergangenen Donnerstag im Krankenhaus zu Gast, um einem ganz besonderen Patienten zu beglückwünschen. Wir feiern heute die 1000. Herzkatheteruntersuchung hier im Herzkatheterlabor im Ameos Klinikum in Schönebeck. Und das Herzkatheterlabor hat vor 9 Monaten eröffnet, sodass wir jetzt sehr stolz sind, heute den 1000. Patienten hier untersuchen zu können. Diese Zahl nach gerade einmal 9 Monaten zu erreichen, hat eine große Bedeutung für das Klinikum in Schönebeck. Ja, das ist eine extreme Weiterentwicklung der Leistungen hier in Schönebeck und natürlich ganz wichtig für die Versorgung der Patienten in unserer Region in Schönebeck und im Salzlandkreis. Bei Herzinfarkten müssen Sie ja sehr schnell dafür sorgen, dass der Patient versorgt werden kann und das Gefäß wieder eröffnen kann, sodass das hier natürlich ein Quantensprung für die Patienten ist, für die kardiologische Versorgung in der Region. Auch für die Zukunft und die medizinische Entwicklung in der Region hat das Labor des Ameas Klinikums eine wichtige Funktion. Wir betreiben einen kontinuierlichen Ausbau auch unserer Leistungen hier. Wir machen nicht nur Herzkatheteruntersuchungen, wir machen auch Vor-UVO-Verschlüsse, renale Denervationen.
Verschlüsse von Löchern in Herzkammern, persistierendes Vorhaben, ovale ASD-Verschlüsse, VSD-Verschlüsse, sodass wir uns kontinuierlich in unserem Leistungsspektrum hier natürlich auch erweitern wollen. Wir werden planen, für die Zukunft hier elektrophysiologische Untersuchungen durchzuführen, aber das sind natürlich Dinge, die man hier nach und nach entwickeln muss. Es ist ja auch geplant, dass eine Zusammenlegung beider Standorte in den nächsten Jahren, sodass wir dann natürlich unser Leistungsspektrum immer weiter erweitern wollen. Der 74-jährige Siegfried Mittelstraß war sichtlich erfreut über den Besuch und neben ihm wird es auch in Zukunft noch viele weitere zufriedene Patienten im Ameos-Klinikum Schönebeck geben. Ostern steht vor der Tür und das bedeutet nicht nur für uns den Elbe-Kanal ein besonderes Programm, nein, auch zahlreiche Veranstaltungen warten auf mit zahlreichen und interessanten Angeboten, so unter anderem Jeff Lammel mit seinem Osterspaziergang. Ja, ich veranstalte in diesem Jahr wieder meinen traditionellen Osterrundgang auf den Spuren des Osterhasen. Und am 21. April, also Ostermontag, findet dann mein allerletzter Osterrundengang statt. Und dazu lade ich dann auch nachher alle ein. Oma, Opa, Tante, Onkel, Mama und Papa sind alle willkommen. Und der Höhepunkt des Rundgangs wird dann auch der Besuch des Osterhasen sein. Unterwegs werden wir dann allerlei Hinweise finden. Wir werden Eierkullern machen, wir werden Eierlaufen unternehmen. Und unterwegs treffen wir dann noch auf einen ganz urigen Mensch. Der begleitet uns dann mit einer kleinen musikalischen Einlage, mit einem Dudelsack. Das ist ein Dudelsackspieler. Und am alten Pfennerturm finden wir dann noch eine Botschaft vom Osterhasen. Und dort gibt es dann noch den leckeren Osterschmaus mit Kuchen und Getränke. Und am Ende sind wir dann auf der großen grünen Wiese im Kurpark. Und dort hoppelt dann nachher am Ende auch der Osterhase herum und hat allerlei schöne Sachen in seinem Osterkorb hinten drinnen. Ja, also am 21. April geht's los, Ostermontag, 10.30 Uhr. Es geht los, Treffpunkt auf dem Hexenhügel in unserem wunderschönen Kurpark. Die Tour dauert so knapp 1,5 Stunden, sollte man schon einplanen. Wir werden so gegen 12 fertig sein und Anmeldung wäre schön. Unter meiner Telefonnummer, die unten eingeblendet ist. Und ich würde mich freuen, euch alle zahlreich zu sehen. Vom Osterspaziergang mit Jeff Lammel kommen wir gleich zu dieser jungen Dame mit ihrer aktuellen CD. Doch zuvor noch einmal die Werbung. Und wie versprochen, gleich geht's danach weiter mit dem Gewinnspiel zu Helene Fischer. Schurreisen, Ihr preiswerter Reiseanbieter für 4-Sterne Busreisen in Europa. Genießen Sie einen Tag im Naturpark der Märkischen Schweiz in Buko, dem einzig anerkannten Kneippkurort Brandenburgs. Das Strandhotel lädt zu einem großen Spargelmenü. Eine Schiffsfahrt auf dem herrlichen Scharmützelsee, eine Landpartie zum Schloss und der Schinkelkirche Neuhardenberg, der Besuch der Fischräucherei Altfriedland, aber auch Kaffee und Kuchen im Strandhotel machen diesen Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis. Frische und Qualität erhalten Sie wie immer bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Denn wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. In dieser Woche bei uns im Angebot: Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, in dieser Woche gehackte Spieße 100 Gramm zu 80 Cent, Schweineleber 100 Gramm zu 20 Cent und Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Und? War etwas für Sie dabei? Weitere Angebote finden Sie unter www.schur-reisen.de. Wir freuen uns auf Sie. Ostern steht vor der Tür. Entdecken Sie die neuen Osterkollektionen von Villeroy und Boch, Göbel und Hutschenreuther. Faszinierende Osterwelten bei Kilt. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 4 bis 5. Und ganz aktuell seit Freitag, dem 11. April, bei uns im Angebot frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 80 Cent. Ihre Fleischerei Reiske. Grunert Herren präsentiert die neue Frühjahrskollektion 2014. Jacken von Kalamar mit geschliffener Baumwolle in Lederoptik, atmungsaktiv und sportlich.
Auch die dazu passenden Baumwollhosen und Jeans haben wir für Sie. Wie wäre es mit einem lässig und sportlichen Sakko aus 100% Baumwolle, kombiniert mit einem Hemd, welches durch seine Verzierungen an Kragen und Manschetten besticht? Als Accessoires haben wir auch die passende Krawatte oder ein Tuch. Sie haben noch nichts für die wärmeren Tage? Die maritimen Poloshirts von den Firmen New Zealand, Impulse Sailing Club und Monte Carlo runden die Frühlingskollektion ab. Egal für welchen Anlass, wir haben die passenden Modelle für Sie. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, Ihre Birgit Grunert und Mitarbeiter im Salztor 8 in Schönebeck. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreiben. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Sie bereiten sich auf das Osterfest vor? Das Blumenhaus Hesse hilft Ihnen gern dabei. Eine große Auswahl an österlichen Accessoires erwartet Sie bei uns im Haus. Mit Osterhasen, bunten Eiern, saisonalen Schnittblumen und Topfpflanzen schaffen Sie das ideale Ambiente für ein buntes Osterfest. Frühlingszeit ist auch Pflanzzeit. Ab sofort haben wir wieder Saatkartoffeln, Gemüsepflanzen und beliebte Kräuter aus Italien im Programm. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Blumenhaus Hesse in der Magdeburger Straße. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen. Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit jeder Schönebecker weiß, bei uns blühen die Ideen. Der Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung heiße ich alle Zuschauer noch einmal recht herzlich willkommen zum Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 14. April 2014. Farmspiel, so der Name des aktuellen Albums von Helene Fischer, welches derzeit wieder auf Platz 1 der CD-Charts gekrabbelt ist. Genauso bunt wie ihr Album werden auch sicherlich die kommenden Ostertage sein. Da macht sich diese CD doch genau richtig im Osternest. Gleich geht's weiter mit dem Gewinnspiel, doch zuvor noch einmal ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Come on, let me entertain you. Let me entertain you.
Helene Fischer muss sich und anderen längst nichts mehr beweisen. Sie ist die Künstlerin der Stunde im deutschsprachigen Bereich. Konzerttouren von über 200.000 begeisterten Menschen, vielfache Gold- und Platin-Auszeichnungen, Echo-Preise, eigene TV-Show und bereits eine eigene Dokumentation stehen auf ihrer Erfolgsliste. Und das allein im Jahr 2013. Ich will alles oder gar nichts. Will kann es sein, dass dieser Wahnsinn. Und nun kommt noch ein neues Studioalbum. Farbenspiel heißt das brandaktuelle. Produziert und komponiert wurde es, wie alle bisherigen Alben auch, von dem Erfolgsproduzenten John Frankfurter. Farbenspiel mag durchaus als Motto ihres musikalischen Schaffens verstanden werden. Vielschichtig, abwechslungsreich, aber immer in ihrer Welt. Einfach 100% Helene Fischer. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Möchten auch Sie diese CD zu Ostern verschenken oder aber in den CD-Player packen und selber hören? Dann machen Sie doch ganz einfach mit bei unserem Gewinnspiel. Das heißt, Sie müssen eine Frage richtig beantworten, landen dann im Lostopf und mit ein bisschen Glück sind Sie dann einer der zahlreichen Gewinner. Heute möchte ich von Ihnen wissen, sehr geehrte Zuschauer, welche große Baustelle behindert denn seit mehreren Monaten hier in Schönebeck schon den Verkehr? In den Kurznachrichten hatten wir eine kleine Meldung dazu drin. Sie werden es sicherlich wissen, wenn Sie die Lösung haben, ran ans Telefon die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Sie haben die Lösung und wollen uns persönlich besuchen? Dann kommen Sie doch einfach vorbei in der Bahnhofstraße 5. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vom Medium der Woche kommen wir natürlich zu weiteren Veranstaltungshinweisen, die hier bei uns in der Region stattfinden. Auch hier gibt es wieder zahlreiche Freikarten zu gewinnen. Jetzt gut zuschauen und gut zuhören. Das Dokumentationszentrum zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz vom 3. April 2014 die Sonderausstellung Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme. Die Ausstellung informiert zur Geschichte von Demokratie und Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts. Zu finden ist das Dokumentationszentrum am Moritzplatz in der Umfassungsstraße 76 in Magdeburg. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann die Ausstellung von Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr besuchen. Im Kurpark von Bad Salzelmen ist nach einem eher kurzen Winter die Farbenpracht des Frühlings eingezogen. Passend dazu lädt der Kunsthof alle großen und kleinen Kinder zum österlichen Allerlei am Montag, den 21. April von 14 bis 17 Uhr ins Schausiederhaus sowie den angrenzenden Garten des Kunsthofes ein. Der Eintritt ist frei. Wie der Name bereits verrät, ist für jeden etwas dabei. Wer kreativ sein möchte, kann mit den anwesenden Klöpplerinnen verschiedene Basteleien rund um das Osterfest gestalten. Für alle, die es lieber gemütlich und vor allem lecker mögen, halten verschiedene Verkaufsstände von Wein über Schokolade, Kaffee und Kuchen, Honig bis hin zum Sole-Ei allerlei Leckereien bereit. Liebeslust und Ehefrust der Vögel. Wer mit wem? Und wenn ja, wie lange schon? Und wie oft und vielleicht auch wie viel? Zu diesem Thema findet am 24. April ab 19 Uhr
in der Stadtbibliothek eine Lesung mit Dr. Ernst Paul Dörfler statt. Der Eintrittspreis zu dieser Lesung beträgt 5 Euro. Aus Kapazitätsgründen wird um eine Voranmeldung zur Reservierung gebeten. Die Telefonnummer hierfür lautet 03928 65 699. Zur 19. Auflage des internationalen VW-Treffens Wittenberge ist in diesem Jahr erstmalig die Stadt Stendal, vielmehr der Flugplatz in Borstel, Schauplatz dieser Veranstaltung. In Wittenberge gab es keine Flächen mehr, die genug Platz für das Treffen boten. So hat der Veranstalter in Absprache mit der Stadt und dem Flugplatz entschlossen, mit dem VW-Treffen nach Stendal umzuziehen. Vom 25. bis zum 27. April sind nun die VW-Fans aus ganz Deutschland in der Altmark zu Gast. Der Elbe-Kanal verlost in Zusammenarbeit mit der Wölk Event Service GmbH 3x2 Freikarten für den 26. April. Rufen Sie einfach unter der Telefonnummer 03928 405 770 an und mit ein wenig Glück sind Sie einer der Gewinner und können das VW-Treffen im Jahre 2014 zum Nulltarif besuchen. Das E-Center in Schönebeck erwartet am 26. April wieder hohen Besuch. Die RTL-Stars Martha und Jürgen Trovato und die Gruppe Wind geben an diesem Tag ab 15 Uhr eine Autogrammstunde für ihre Fans. Jürgen Trovato ist durch diverse Sendungen im Fernsehen bekannt. Seit 2002 hat er mit seiner Frau Martha und seiner Tochter Sharon eine eigene Detektei. Gleich ein Jahr nach der Gründung der Detektei Trovato wurde das Fernsehen auf den Familienbetrieb aufmerksam. Doch auch die Musik begleitet Jürgen Trovato schon sein halbes Leben lang. Nach seiner Debütsingle Detektive in der Nacht erscheint jetzt seine zweite Single mit dem Titel Reise in das Glück. Die zweite Gruppe, die bei dieser Autogrammstunde dabei sein wird, heißt Wind. Dieser Name ist in der deutschen Schlagerwelt mittlerweile zu einer Marke geworden, die schon seit 1985 ihren Platz am Markt verteidigt. Die Grand Prix-Erfolgstitel Für alle und Lass die Sonne in dein Herz sind zu Evergreens geworden. Wind haben bereits 20 Alben veröffentlicht, deren Single-Auskopplungen regelmäßig in den Top 20 der Airplay-Chart zu finden sind. Lassen Sie sich diese Autogrammstunde also auf keinen Fall entgehen. Es ist Ihre einmalige Chance, sowohl Martha und Jürgen Trovato als auch die Gruppe Wind zu treffen. Die 16. Schönebecker Pflanzen- und Gartenschau findet am 26. April in der Zeit von 8 bis 14 Uhr statt. Dann wird sich das beliebte Elbufer am Fuße der Salzblume wieder in ein buntes Blumenmeer verwandeln. Zahlreiche Floristen, Gartenbaubetriebe, Blumenhäuser und Unternehmen haben ihr Kommen zugesagt, um sich zu präsentieren bzw. ihre Ware zum Verkauf anzubieten. Für die musikalische Begleitung sorgt in diesem Jahr der Drehorgelspieler Dr. Klimt. Zu einem hoffentlich sonnenreichen Tag laden die Teilnehmer der bereits 16. Pflanzen- und Gartenschau zum Verweilen und Einkaufen an das wunderschöne Elbufer ein. Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler, Hauptkommissare auf Lesetour. Am 27. April 2014 besuchen die Fernsehermittler der Erfolgsserie Polizeiruf 110 den Dr. Tholberg-Saal im Kurpark Bad Salzelmen. Die beiden berichten in vergnüglichen Anekdoten über ihre Erlebnisse vor und hinter der Kamera und geben Auskunft über ihre Laufbahn, ihre Filme sowie die gespielten Rollen und nicht zuletzt ihre Pläne. Karten für dieses Programm sind für 14 Euro ab sofort an den Stadtinformationen und an der Abendkasse erhältlich. Am Dienstag, den 29. April, öffnet das Angehörigencafé in den Räumen der Städtischen Wohnungsbau GmbH in der Wilhelm-Helge-Straße 259 für Angehörige von demenziell Erkrankten wieder die Türen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht das Thema alltäglicher Umgang mit Fachbegriffen bei einer demenziellen Erkrankung. Bei Bedarf wird die Betreuung der an Demenz Erkrankten sowie ein Fahrdienst organisiert. Es wird um eine telefonische Anmeldung über das Büro der Bürgerstiftung unter der Telefonnummer 03928 78 62 12 gebeten. Es ist wieder soweit. Nachdem die Blumen im Kurpark bereits wieder blühen, ist nun auch wieder Zeit für eine besondere Art der Erleuchtung. Am 30. April ist es endlich wieder soweit. Präsentiert von den Stadtwerken Schönebeck lädt der Solepark wieder zum traditionellen Lichterfest.
Die mittlerweile 17. Ausgabe der ersten großen Open-Air-Veranstaltung des Jahres verheißt ab 19 Uhr viel Vergnügen und Unterhaltung unter freiem Himmel. Neben Live-Musik von der Gruppe Rocking Hands und einem Kinder-Lampion-Umzug für die kleinen Besucher findet als Abschluss statt eines Feuerwerks erstmalig eine Lasershow statt. Direkt nach dem Tanz in dem Mai geht es am 3. Mai gleich weiter auf der Partymeile. Das Alte Theater Magdeburg lädt ab 22 Uhr zur Shining Night Volume 2 ein. DJ Miesig und seine Kollegen werden euch einen unvergesslichen Abend bereiten. Für euch sind live an den Decks DJ M, DJ Link, DJ Pete und DJ Lunatic. Mit diesen DJs wird euch das Beste aus House, Fresh House, Elektro und Minimal geboten. Einlass ist ab 16 Jahren mit einem Partyzettel von www.partyzettel.de und einer volljährigen Begleitperson. Der Elbe-Kanal verlost in Zusammenarbeit mit partyfotos.tv 2x2 Freikarten für dieses Event. Ruft uns einfach unter der Telefonnummer 03928 40 57 70 an und mit etwas Glück seid ihr am 3. Mai bei der Party im Alten Theater dabei. Es gibt viele Gründe zu sammeln. Sei es wissenschaftliche Neugier, der Anspruch, Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten, Entwicklungen zu dokumentieren oder einfach aus Leidenschaft. So vielfältig die Beweggründe und so unterschiedlich die Sammler. So vielfältig ist auch unsere Museumslandschaft mit ihren Sammlungen. Jede Sammlung hat seine eigene Geschichte. Diesem Thema folgend wird auch im Kunsthof Bad Salzelmen gesammelt. Seit Jahren sammeln die Mitarbeiter verschiedene Exponate. Zu vielen gibt es auch eine Geschichte zu berichten. Alle Interessierte sind am 18. April von 13.30 Uhr bis 18 Uhr zum Internationalen Museumstag in den Kunsthof eingeladen. Es gibt auch eine Führung durch den Kunsthof und auf das Gradierwerk. Der jährliche landesweite Elbe-Radeltag zur Eröffnung der Radsaison auf dem Elbe-Radweg in Sachsen-Anhalt findet in diesem Jahr am 4. Mai 2014 statt. Nach dem Start von verschiedenen Standorten der Region treffen die Teilnehmer bis 11.30 Uhr in Griemschleben ein. Start in Schönebeck ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Supermarkt des Schwarzen Weges. Organisiert wird der Elbe-Radweg durch eine Vielzahl von Partnern, die gemeinsam zum Gelingen des Tages beitragen wollen. Das Volk hat die Macht ausgehen lassen. Das steht im Grundgesetz. Wann kommt sie aber zurück? Die Magdeburger Zwickmühlen Mario Bach und Hans-Günter Pölitz sind mit ihrem wunderbaren Programm Wo ein Weg ist, fehlt ein Wille am 11. Mai ab 17 Uhr zu Gast im Dr. Thulberg-Saal. Es heißt schließlich nicht umsonst, Willen ist Macht. Bringen Sie den Ihren also auf und machen Sie sich auf den Weg, um dieses politisch witzige Programm mitzuerleben. Sie bekommen eine Vorstellung, nach der Sie garantiert einen Weg finden, Ihren Heimweg. Karten für dieses Programm gibt es ab sofort zum Preis von 16 bis 20 Euro im Soloturm, an der Stadtinformation und natürlich an der Abendkasse. Soweit einige Veranstaltungshinweise. Wir möchten natürlich an dieser Stelle wieder aufrufen, dass Sie mitmachen bei unseren Gewinnspielen zu den Freikarten. Einfach anrufen, Stichwort nennen und vielleicht klappt es ja dann mit dem Gewinn. Ein Hinweis, Sie haben ihn gesehen, die große Pflanzen- und Gartenschau hier in Schönebeck. Auch diese Veranstaltung ist sicherlich einen Besuch wert. Was fehlt noch für den guten Wochenstart? Natürlich ein schönes Wetter. Am heutigen Montag war das Ganze typisch für den April. Regen, Sonne, starker Wind, alles war mit dabei. Auch die kommenden Tage werden nur etwas besser werden. Hier kommt sie also, unsere Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Osterwoche hat begonnen und das Wetter verspricht leichte Besserung zum Wochenende hin. In den nächsten Tagen liegen die Maximalwerte bei 17 Grad. Am Dienstag muss vorläufig erst einmal noch mit leichten Regenschauern gerechnet werden. Zumindest in den Mittags- und Abendstunden. In den Mittagsstunden liegen die Werte erst einmal bei 11 Grad. Zum Abend hin steigen die Werte leicht auf 12 Grad an und sinken in der Nacht wieder auf 5 Grad herunter.
Zur Wochenmitte hin sinkt das Regenrisiko erst einmal wieder. Und der Regenschirm kann auch zu Hause gelassen werden. Der Maximalwert an diesem Tag liegt bei 13 Grad. In der Nacht liegen die Werte bei 6 Grad. Der Gründonnerstag verspricht an diesem Tag angenehmeres Wetter. In den Mittagsstunden liegen die Werte bei 16 Grad. Zum Abend hin steigen die Werte leicht auf 17 Grad an. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Sicherlich ist heute erst Montag, der Anfang der Woche, dennoch möchte ich Sie schon einladen zu unserem großen Osterprogramm. Wir werden unter anderem den Deutschen Regionalfernsehpreis ausstrahlen, darüber hinaus einige Ostereinblicke geben, also ein kunterbuntes Osterprogramm, so wie es sich für einen Fernsehsender in Schönebeck gehört. Dazu lade ich Sie jeweils an dieser Stelle schon einmal recht herzlich ein. Freitagvormittag beginnt das Programm, das Ganze dann bis zum darauffolgenden Mittwoch, denn dann gibt es erst wieder ein neues Regionalmagazin. Ansonsten schauen Sie auch im Internet vorbei, www.elbekanal.de. Dort finden Sie alle Nachrichten, Sendungen noch einmal zum Anschauen und auch unser Hinweis zum Elbekanal live schauen mit dem Medienportal oder auf dem Handy. Ansonsten Ihnen einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Bis Mittwoch. Ihr Christian Kölbe.